Hi David hier von der Calm Horse Academy mitten in Italien und heute geht es um das Thema CBD, was du beachten musst, wenn du CBD deinem Pferd geben willst, wobei es deinem Pferd überhaupt helfen kann. Und wenn dich das interessiert, bleib unbedingt dran, alles jetzt gleich im Video. Wenn du deinem Pferd CBD geben willst, dann schau dir bitte dieses Video vorher komplett an. Es gibt einfach ein paar Sachen zu beachten, wenn du deinem Pferd CBD füttern willst, und diese Sachen werde ich alle in diesem Video behandeln. Ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an. Was ist überhaupt CBD? Jeder von euch kennt wahrscheinlich diese typische Hanfpflanze, was ja auch oft von Menschen geraucht wurde und wird. Dieser Inhaltsstoff dort ist THC, nicht CBD. Also dieses typische Zeug, was man raucht, was High macht, ist THC, eben nicht zu verwechseln mit CBD. Ist beides in der Hanfpflanze enthalten, genauso wie, ich glaube, über 80 oder 100 weitere Inhaltsstoffe. In einer Hanfpflanze sind viele, viele verschiedene Öle. Eine davon ist eben THC oder eben auch CBD. Irgendwann haben die Leute praktisch angefangen, CBD gesundheitlich zu nutzen, und es wird halt immer moderner, sage ich jetzt mal. CBD hat wahnsinnig viele Vorteile, egal ob für den Menschen oder fürs Tier. Wichtig ist vor allem bei Tieren, dass ihr auf keinen Fall THC füttert. Okay, also geht jetzt nicht einfach irgendwo hin zum Straßendealer, nee, Spaß, aber ihr könnt nicht einfach irgendwelche Tropfen kaufen und das eurem Pferd geben. Ganz wichtig, kein THC enthalten, am besten unter 0,2%. Der Vorteil ist, dass diesen Wirkstoff, den du dann kaufst, der ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel und eben keine Droge, sobald praktisch unter 0,2% THC enthalten ist. Der reine Wirkstoff ist praktisch CBD, und dieser CBD-Wirkstoff setzt bei uns Säugetieren fast bei allen Säugetieren ähnlich an. Heißt praktisch, es ist wurscht, ob wir Menschen zum Beispiel CBD nehmen oder eben hier unsere Pferde, weil wir die gleichen Rezeptoren haben, um das CBD zu verarbeiten. Heißt, es ist erstmal egal, welches CBD-Öl du dir holst. Hauptsache, es ist ohne THC. Heißt praktisch, du musst kein CBD-Öl kaufen, das explizit für Tiere ist. Das ist letztendlich reines Marketing, sage ich jetzt mal. Du kannst ganz normales CBD-Öl kaufen, wenn halt unter 0,2% THC enthalten ist. Die Wirkung eben beim Menschen und beim Pferd ist sehr, sehr ähnlich, wenn nicht zu sagen gleich sogar. Heißt, CBD ist zum Beispiel entzündungshemmend. Viele MS-Patienten nehmen zum Beispiel CBD. Auch Parkinson-Patienten nehmen oft CBD. Heißt, alles, was so mit Nervosität zum Beispiel zu tun hat oder mit Neuronenkrankheiten oder mit Schmerzen, dafür ist CBD wirklich perfekt. Gegen was genau es alles hilft, kannst du in dem Artikel hier auch nachlesen. Da habe ich wirklich alles aufgelistet, wobei CBD schon erforscht wurde praktisch, also welche Wirkungen schon erforscht wurden. Es gibt natürlich auch viele unerforschte Wirkungen noch. Aber letztendlich ist halt beim Menschen viel, viel besser alles getestet als bei den Tieren. Ja? Nicht wundern, mein Pony greift hier gerade seitlich an. Und das nächste Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist, ob man jetzt zum Beispiel Öl nimmt oder CBD-Pellets, gibt es ja auch. Nicht zu verwechseln mit Hanfpellets. Hanfpellets an sich haben keine Wirkung. Also keine, wie soll man sagen, kein CBD, kein THC enthalten, sondern es ist wie, ich sag mal, Gras. Bloß halt aus der Hanfpflanze gewonnen. Also Wiesengras aus der Hanfpflanze gewonnen. Pellets werden auch sehr gern verfüttert, einfach weil sie noch verschiedene andere gute, wirklich nützliche Inhaltsstoffe für dein Pferd haben. Problem ist immer ein bisschen, wenn du es wirklich medizinisch einsetzt, weißt du nie so wirklich, wie viel CBD dort drin enthalten ist. Und dadurch, dass das CBD noch gebunden ist, in den Pellets sozusagen, in der Pflanze, ist es nicht so leicht verwertbar. Heißt, du musst viel mehr Pellets füttern, CBD-Pellets füttern, als CBD-Öl zum Beispiel. CBD-Pellets sind super, um zum Beispiel, sag ich mal, eine Kur zu machen. Aber wenn du es wirklich medizinisch und gezielt einsetzen willst, dann würde ich immer Öl benutzen. Zusätzlich kannst du Öl auch für dich selber hernehmen. Wie gesagt, du kannst das gleiche CBD-Öl für Mensch und Tier hernehmen. Und viele Leute
Probier es mal bei Rückenschmerzen zum Beispiel oder wenn du eine Entzündung hast oder wenn du Schmerzen in den Gelenken hast, irgendwas in der Richtung. Probier einfach mal CBD aus, auch zum Beispiel Unruhe innerliche einfach, wenn du beim Pferd bist, Angst vor irgendwas hast zum Beispiel, auch wenn dein Pferd zum Beispiel Angst hat, könnt ihr es beide nehmen, das CBD-Öl. Deswegen bin ich ein großer Fan von CBD-Öl und nicht von den Pellets. Zur Dosierung noch ganz wichtig. Man sagt, man soll mit 10 Milligramm anfangen beim Pferd. Beim Menschen kann es ungefähr bei 5 Milligramm anfangen. Und dich dann steigern bis zu 30, 40 Milligramm bei Öl, CBD-Öl. Ne? Bei Pellets, wie gesagt, ist es wesentlich mehr. Das siehst du dann aber auch auf der Inhaltsangabe von den CBD-Pellets. Heißt, du kannst mit 10 bei deinem Pferd anfangen. Wie errechnest du diesen CBD-Gehalt? Also, wie viele Tropfen sind das sozusagen? Das kommt darauf an. Ich muss kurz das Pferd hier wieder. Es kommt darauf an, ob du 5%iges Öl zum Beispiel hast oder 10%iges oder 30%iges. Da gibt es verschiedene prozentuale Anteile. Heißt, wenn du zum Beispiel ein 5%iges Öl hast, musst du natürlich mehr Tropfen geben, als wenn du ein 10%iges Öl hast. Ne? Ich mache auch in diesem Artikel hier, den findest du unter dem YouTube-Video, auch eine kleine Rechnung, dass du dir einfach ausrechnen kannst, wie viele Tropfen muss ich jetzt denn eigentlich geben. Aber wie gesagt, fang mit 10 Milligramm an. Und wenn du zum Beispiel, wenn dein Pferd zum Beispiel Probleme hat beim Hängerverladen, kannst du ihm auch direkt einfach mal so 20, 30, wenn es ein großes Pferd ist, auch mal 40 Milligramm CBD geben, weil Pferde sich dann wirklich ja, extrem entspannen. Unsere Groß zum Beispiel hat immer wahnsinnigen Schiss am Anfang gehabt vor dem Hängerverladen. Wir haben wirklich viel, viel, viel probiert. Sind aber nie über diese Schwelle rausgekommen, wo es dann hieß, oder wo wir dann gemerkt haben, sie fühlt sich komfortabel und deswegen hatte sie halt immer ein bisschen Druck beim Hängerverladen. Und wir haben ihr dann zwei, dreimal CBD-Tropfen zusätzlich gegeben und durch diesen zusätzlichen Entspannungseffekt haben auch dann die nächsten Verladungen ohne Öl wesentlich besser geklappt. Also da kannst du auch mal CBD höher dosieren, wenn halt wirklich eine Stresssituation einfach ist. Zur Dauer der Einnahme, du kannst es sowohl für Einzelfälle, eben zum Beispiel Hängerverladen nehmen, aber du kannst es genauso für zum Beispiel längere Kuren nehmen, du kannst es wenn über eine Schmerztherapie zum Beispiel nehmen, heißt es ist keine wirkliche Überdosierung möglich und es ist auch keine wirkliche, wie soll man sagen, Dauer vorgeschrieben oder empfehlen. Letztendlich ist wichtig, dass du dich halt langsam rantestest an die Dosierung, dass du deinem Pferd nicht einfach zu viel auf einmal gibst. Dann zur Frage, wo kannst du CBD-Öl kaufen? Ganz wichtig, wie gesagt, wir haben schon viele Hersteller getestet und waren bei vielen nicht ganz so zufrieden. Unseren Favoriten haben wir auch verlinkt in diesem Artikel wieder. Darüber würde ich bestellen. Es gibt viele, viele Alternativen da draußen, aber gerade wenn du es deinem Pferd füttern willst, dieses CBD, dann ist es wichtig, dass du da eine ordentliche Qualität hast. So, jetzt weißt du hoffentlich alles, was du zu CBD bei Pferden wissen wolltest. Wenn nicht, schreib gerne unten in die Kommentare rein, welche Fragen noch offen sind. Und dann werde ich die natürlich so bald wie möglich beantworten. Meine Empfehlung ist ganz klar, teste das Öl. Wenn du eine günstige Version einfach testen willst, dann nimm dir einfach das 5%ige Öl. Diese Flasche wird dir dann halt nicht so lange halten. Aber zum Testen, zum günstigen Antesten ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Pferd und wir sehen uns bald im nächsten Video.